Moin Leute, willkommen ja zu einem neuen Video von mir und es geht, wie ihr es vielleicht schon gelesen habt, um den LS17, um Oldtimer. Ihr habt echt gehört, Oldtimer, und zwar habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, die ziemlich verdächtig für Oldtimer im LS17 sind. Und ja, fangen wir direkt an. Nicht wundern, die ersten zwei Bilder sind verpixelt, weil die rangezoomt sind in Screenshots. Und ja, ihr seht das eine jetzt gerade ja schon im Hintergrund, aber bei dem dritten Bild, was ich euch zeige, wird es dann wirklich interessant, sage ich jetzt mal, weil das ist ein bisschen komisch, dass das so ist. Ja, aber fangen wir erstmal mit dem ersten an. Und zwar sieht ihr da einen kleinen roten Drescher drauf. Man könnte denken, das ist, den sieht man von hinten, das ist ein Master Ferguson Drescher zum Beispiel. Oder ein Case. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man die Streben, die schwarzen Streben von der Haspel sieht. Und das ist genau in zwei Teile aufgeteilt, die Haspel. 2 mal 1 Meter bei den kleinen Drechern, wie es damals war. Und deshalb. Die ist einfach, und da sieht man auch keine richtige Kabine, keine Zune. Deshalb gehe ich davon aus, dass es einfach ein Oldtimer von vorne aufgenommen ist und ja, der einfach so ein bisschen versteckt ist im Bild, dass man jetzt nicht direkt erkennt. Beim zweiten Bild sehen wir dann einen Oldtimer, der in der Kurve steht. Ich werde die beiden so ein bisschen hervorheben, dass man die ein bisschen besser sieht, denke ich, weil bei dem zweiten sieht man es nicht so direkt, aber sobald man es erkennt, dass dort einer ist, dann denkt man auch so, klar, da ist ein Oldtimer, definitiv. Das ist ein, könnte ein Dings sein, ein, einer aus dem Gold, aus dem Klassiker DLC. Und zwar könnte das der, Bürger zum Beispiel sein. Der aus dem LS13 Klassiker DLC, nicht aus dem LS15, aber der Bürger aus dem LS13er Klassiker DLC, der war, eckig so ein bisschen. Und es könnte der sein. Es könnte aber auch der aus dem LS15er DLC sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ein Oldtimer, da bin ich mir wirklich sicher. Dann auf dem nächsten Bild, das habe ich aus dem Teaser-Trailer von Behind the Scenes. Und dort sieht man deutlich, also wirklich deutlich, dass es ein KSIH ist, den die da animieren. Also modellieren, sage ich jetzt mal, ja. Und da frage ich mich, warum modellieren die einen KSIH, wenn es im LS17 eigentlich keine Oldtimer gibt. Und da bin ich auf die Seite gegangen, auf die offizielle, und bin zu KS gegangen und habe geschaut, da gibt es immer noch ein Coming Soon. Da könnte also noch ein KSIH dazukommen. So, es könnte natürlich auch noch ein Optum dazukommen, Case Optum, was ich noch mehr feiern würde, auch, aber es könnten auch beide dazukommen. Aber dann habe ich mich gefragt, warum dann bei Cetor zum Beispiel aus dem LS15, die Gold-Add-on-Marke, da war ein Oldtimer dabei, und zwar der Crystal 12045, warum dann der nicht dabei ist, weil es gibt genau 3 Stück, wie ihr jetzt im Hintergrund seht, aber es ist kein Coming Soon mehr da, und der ist nicht dabei. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Vielleicht kommt der auch als Mod, und zwar ist es nämlich so, dass angekündigt wurde, dass am Release-Tag 25 Mods erscheinen sollen. 25 Mods, und da könnte natürlich auch ein DLC dabei sein, ein Free-DLC, ein Klassiker-DLC. Es könnte natürlich aber auch sein, dass es einfach dabei sind, dass die einfach dabei sind bei den 25 Mods. Denn es hat geheißen, es werden nur Mods erscheinen, bei denen die Marken schon im Spiel existieren, also die Lizenzen. Deshalb könnte der Casey ja dort sein. Ich bin auch mal gespannt, denn es könnte ja einiges mehr sein sogar. Es könnte zum Beispiel bei den Mods noch erscheinen der Fan 1050. Es könnte erscheinen noch bei Krone den neuen Ladewagen oder den alten Häcksler noch. Es könnte einiges dabei sein. Es könnte halt, wie gesagt, der Oldtimer dabei sein und der IH natürlich auch. Das Klassiker DLC, da könnten ein paar dabei sein. Es könnten alte Fans, alte Deutsche dabei sein. Da ist ja alles Mögliche möglich. Und ja, ich bin echt mal gespannt drauf, was da kommt. Die 25 Mods, und es ist so, dass ich eh einen Countdown machen werde, und zwar 10 Tage vor Release, wenn alles klappt, mache ich dann einen Countdown, wo jeden Tag was Besonderes kommt, als Countdown. Das werdet ihr aber dann sehen, da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Ich hoffe, dass es so klappt, weil ich habe mir einen PC bestellt, der war auch zusammengebaut und alles, aber das Mainboard war kaputt. Das ist kaputt geliefert worden, und jetzt muss ich es einschicken. Und warte jetzt auf das Neue, und ich hoffe, dass es dann halt bald da ist, dass ich meinen PC dann benutzen kann. Und dann kann ich das machen mit dem Countdown, und wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich schlecht mit dem Countdown. Aber gut. Sonst gibt es auf jeden Fall den Countdown, da müsst ihr euch mal überraschen lassen. Das wird auf jeden Fall was Geiles, das ist sicher. Und ja, es wird auf jeden Fall auch noch von mir ein Video kommen zu den DLCs, die für den LS17 wahrscheinlich erscheinen werden. Und ja, von daher bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare schreiben natürlich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich gerne abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao.